Hast du jetzt schon angefangen? Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Also, Insel nö. von The Forest. Patrick, man hat fast nicht gehört, dass du gefragt hast, ob wir schon angefangen haben. Ja, das habe ich mitgekriegt. Gute Besserung, ja, danke, mehr oder weniger. Geht nur nicht, ist chronisch. Also, Was chronisch verschnupft? ja, irgendwie sowas. Chronisch halt immer irgendwie Nase zu. Ah. Und deswegen zum Feuchthalten immer so ein bisschen Zeug da rein. Genau. Oh, schön, ich bin mal wieder bei den Containern. Aber das Normale darf man ja nicht ständig nehmen und so weiter. Bla bla bla. Möwe, Möwe. Guck mal da oben! Möwen! Ach ja. Flummi, Flummi, Nö, Flummi, das war Flummi, eine Flummi, Möwe. Flummi, 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 Flummi? Flummi, Flummi, Flummi. Warst du da etwa nicht dabei? Alles gut? Bei Flummi das Reh. Flummi das. Ich glaube, ich muss dir gleich nochmal was schicken. Ich will es nicht sehen. Nee, ist nur zum Hören. Ich will es nicht hören. Bist ein Kalturbanause, bist du. Ich hasse die Federn. Warum? Och, lecker Möwen, du. Okay. Nur noch ganz ein bisschen Steine, dann sind wir fertig hier. Ich sollte mal was essen und mich mal hinsetzen. Also die Suizidmöwen haben sie nicht rausgepatcht. Nur so gut. Gibt es übrigens auch Suizidkrähen, ne? Also. Was gönne ich mir denn heute mal, sag mal. Sag mal was Schönes. Was darf ich mir denn essen? Weiß ich nicht. Schokoriegel. Ein Schokoriegel? Ein Schokoriegel. Ja, aber wenn ich den esse, dann habe ich den ja nicht mehr. Dann habe ich keine Ahnung. Dann esse ich jetzt einfach ein Kaninchen. Noch Federn. Hey, das war sogar gut. Ah, erstmal die Beine hochlesen hier, so schön einmal drunter kriechen. Ich habe übrigens meine Rheumadecke hier, wie man sehen kann. Das ist ganz angenehm, so für so einen alten Mann, nicht? Ach, schön ist das. Könnte man sich dran Ich gewöhnen? liebe es. Was denn? Die Suizidmöwen. Es wird übrigens gerade dunkel, ne? Wenn du nicht im Dunkeln nach Hause rennen willst, solltest du dich vielleicht mal langsam auf den Weg machen. Ja. Außerdem, ich sollte dir so einen Korb bauen, ne? Das wäre nicht schlecht. Boah, jetzt wird's dunkel und ich bin immer noch nicht fertig da oben. Aber Aber dafür bin ich fast fertig. Oho. Ich habe natürlich keine Steine mitgenommen, oder? Hallo Jonas. Der alte Feuerwehrmann. Hast du jetzt schon den Kopf gebaut? Oder ja, platziert wenigstens? Nein! Was? Ja, hallo, der Joker ist wieder da. Der was? Der Joker. Warum? Wer? Wer ist das? Die Nacke da ist. Also die schwache Nacke da ist. Okay. Und warum Joker? Weil die immer so komisch lachen, oder? Ach so, ja gut, stimmt schon. Och, schön, das blaue Big-Feuerzeug. Was für ein Feuerzeug? Oder weiß ich nicht, wie heißt das jetzt? Zill. Zill, genau. Das schöne Zill-Feuerzeug. Ja. Ein richtiges Markenprodukt. Ich wüsste gar nicht mehr, wohin ich gehen sollte ohne mein gutes Zill-Feuerzeug. Das Jahrzehnte überlebt. Ja, mein ständiger Wegbegleiter. Mein Licht in der Finsternis. Echt jetzt? Wirklich? Ach, schön.
wahrscheinlich. So. Jetzt bin ich natürlich ohne Holz nach oben gegangen. Das ist echt nicht normal, ey. Okay, so von den Drehwurm, wenn die ganze Zeit hier hoch runter los. Nein! Hatter! Hatter was? Hatter Schmerzen. Hatter, warte, au. Ich glaube, ich esse mir mal hier so ein selbstgemixtes Energy Drink. Also. Medizin oder Energy? Ja, Medizin. Die sind so krank, die Viecher, ne? Warum? Ah, scheiße. Ich hab den Kopf immer noch nicht aufs Feuer gelegt. Ja, diese kranken Geräusche, die halt einfach machen. Stimmt allerdings. Was geht eigentlich schneller, wenn man den Kopf kocht oder wenn man den aufs Drying Rack legt? Ich glaube eher, wenn man kocht. Zum Essen oder zum für den Skull? Für den Skull. Ich glaube eher das Feuer. Ich leg mal beides rein und ich schau mal. Ich habe ja hier noch ein paar Köpfchen rumliegen. Ich gehe das Ganze immer mit Köpfchen an. Wie immer. Wo ist denn der Kopf hin jetzt? Gula. Ich glaube, der kommt gleich irgendwann entgegen. Nehmen wir halt mal den hier mit. Der ist auch viel schöner. Der hat eine halbe Glatze. Wir kriegen übrigens wirklich Steinmangel hier gerade, ne? Ich hab wieder ein paar mit. Oh, ich hör's klatschen. Ja, das war ein Lizzie. Vielleicht ist das ja wirklich nur das Echo vom Berg. Möglich? Bei unten habe ich nichts gehört. Das wäre aber schon ein bisschen übertrieben, oder nicht? Naja. Ich brauche gleich mal einen Tee hier mal, ey. Ernst jetzt? Was denn? Fehlt einer. Das ist dein... Ja. Ich weiß. Ich habe auch keinen. Oh, schön. Also Gott sei Dank, dass der Zaun jetzt da war, sonst wäre ich runtergeklatscht. Ja, ich sag doch. Ist echt wichtig, dieser Zaun. Sind ja genug Steine. Oder gilt das nur für mich jetzt wieder? Ja, scheinbar ist das, gilt es nur für dich. Bei mir waren nämlich gerade keine mehr da. Wenn du runter gehst, auf der rechten Seite vom Zaun. Also außerhalb. Dann halt nicht. Ja, so kann man es auch machen. Hast du nochmal drei Stücke über, sag mal? Nein. Nicht, dann baue ich hier keine Beleuchtung auf unsere Terrasse. Einmal willst du helfen und dann das. Wobei, machen wir Skull, ist eine Ceiling Skull Lamp heller als eine normale Skull Lamp? Keine Ahnung. Werde ich dann gleich mal ausprobieren. Ja, aber die ganze Tür auf die Decke hängen, oder? Richtig. Trotzdem wäre es ja mal interessant gewesen zu wissen. Also die Standing Fires bringen uns einfach mal nichts, weil die ja irgendwann verschwinden auch, ne? Ja, spätestens, wenn du ein Dach drauf machst, wissen wir es. Aber dann bleiben wir jetzt einfach mal bei den Skull Lamps, weil, ja. Sind die halt doch auch nicht so hässlich. Sind zwar nur nicht so hell. Aber vielleicht trägt ja gerade das ein bisschen zur Romanze bei, die wir hier haben. Eine Totenkopflampe. Wie alt wir sind? Wir sind alt. Uralt, steinalt.
Das ist einfach schon so alt, man kann, das ist gar nicht mehr in Zahlen zu fassen. Na Vor allem der ja. Patrick. Also der ist ja wirklich. Ich bin sage und schreibe ganze 20 Jahre. Natürlich habe ich eine Null weggetan, aber ja. Stimmt. Man kann sich doch verjüngen. Weil normalerweise ist er nämlich 0, 20 Jahre alt. Naja, bald 21. Tja, hör mal, ich könnte ja dein Vater sein, hör mal. Meine Ausdauer ist heute wieder mal nicht mein Freund, ey. Aber weißt du, was gut ist? Was denn? Wir sind gleich schon wieder mit der nächsten Folge durch, hör mal. Was? Jetzt, jetzt? Hier ist kein Skull. Ist er weggekullert schon wieder, oder was? Keine Ahnung. Also, Knochen liegt hier noch. Aber Skull ist weg. Was war da? Knochen verkohlen sich nicht so leicht, oder? Wie, ach, die verkohlen auch, die Skulls, oder was? Nee, verkohlen. Ach so. Ja, das wird's gewesen sein. Okay, Wasser wäre jetzt cool gewesen. Ach so, nur so ein kleiner. Spielt ihr öfters als YouTube-Stream The Forest? In der letzten Zeit haben wir das eigentlich immer gemacht oder zumindest versucht. Also die Antwort lautet ja. Aber wir machen auch immer nur so viel, wie wir für die normalen regulären Aufnahmen brauchen, weil hab noch genug andere Sachen zu tun. Nee, den bringe ich jetzt nicht. Was denn? Nee. Mein Lieblingswortspiel in letzter Zeit. Ach so. Stimmt, heute ist ja Montag. Sag jetzt nicht, dass das eine Anspielung war, bitte. Nein, nein, nein. Wie kommst du darauf? Weil der Tag wieder ein bisschen nicht täglich war. Ah, oh, ich hab einen Skull. Hoi, hoi, hoi. Tiffy. Lilo. So, erstmal nur so da reingeklemmt. Ja, wie lang streamen wir? Halbe Stunde vielleicht? Knapp halbe Stunde. 32 Minuten und 07, was mich dazu führt, dass wir jetzt gerade tatsächlich hier schon wieder am Ende der Folge angekommen sind. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, Dankeschön fürs Zuschauen.